waren die ganzen 4,5 Jahre, war eine super Zeit mit Marcel. Und es war für mich auch an dem Tag, wo er gegangen ist, war das schon, ich muss sagen, für mich also echt großer Wehmut. Und wir hatten auch viel Erfolg in der Zeit. Wir sind aufgestiegen mit Marcel, das war total schön. Und dann die Klasse 3 Jahre lang gehalten. Und ja, wenn ich an Marcel denke, denke ich immer an meinen Freund zurück. Marcel Koller, 2. Anlauf für ihn in Deutschland. Wie schwer es ein Schweizer in Köln haben kann. Er lebt in diesen Tagen und Wochen ja Kollege Latour. Ich war im Urlaub und dann habe ich gehört, Marcel Koller wurde verpflichtet. Ja, ne, ich habe ja auch noch nichts gehört über Marcel. Und ich weiß noch, dass ich Marcel oben in der 4. Etage begegnet bin zum 1. Mal. Ja, und er hat sich vorgestellt und hat dann sofort gesagt, er ist der Marcel. Ja, und dann hat man sich erstmal eine gewisse Zeit lang, was völlig ja normal ist, auch ein bisschen beschnuppert, ne? Wie das immer so ist am Anfang. Da muss man sich ja erstmal kennenlernen. Aber es ging relativ sehr, sehr schnell. Marcel Koller, 44 Jahre, sein 2. Anlauf im deutschen Profifußball. Das war schon eine extreme Gemeinschaft. Wir waren natürlich auch relativ wenig Leute um das Team. Und da gab es ja auch dann nur, dass man da eng zusammenhalten muss, dass man da auf ein Ziel hinarbeitet. Wir sind im Trainingslager gefahren am Marienfeld und er hat sich auch bestimmt alles erstmal richtig angeguckt und du musst ja das Vertrauen dir auch erarbeiten. Das ist Marcel Koller, Schweizer. Ist es schon ein Erfolgstrainer? Am Ende der Runde wird abgerechnet. Am Anfang habe ich gedacht, boah, Trainer aus der Schweiz. Klar, du als Deutscher guckst eigentlich nur deutschen Fußball. Und ja, noch vielleicht ein bisschen nach England noch. Aber das habe ich schnell abgelegt. Marcel Koller wirkt sehr entspannt, sehr gelassen. Was ich natürlich schon immer sehr beeindruckend fand, morgens immer um 8 Uhr da, 7:45, 8 Uhr immer da, umgezogen, Trainingsanzug an, hatte auch immer ein offenes Ohr. Wir haben dann oft auch einen Kaffee zusammen getrunken. Aber es war wirklich ein akribischer Arbeiter, das war von vornherein klar. Das hat man auch gesehen nach den ersten Wochen, dass er nur auf ein Ziel hingearbeitet hat. Und auch wenn ich dann im Trainingslager zugeguckt habe als Betreuer, hat man auch sofort gesehen, dass er eine Vorstellung hatte vom Fußball. Er hat versucht, die Spieler alle mitzuziehen. Er hat unheimlich viel Wert gelegt auf Teamgeist, hat auch die hinten dran war, immer in das Boot mit reingenommen. Und hat auch öfter dann, habe ich immer gesehen, ob jetzt Einzelgespräche, aber hat immer versucht, alle zusammenzuhalten. Was manchmal auch nicht so einfach ist, wenn du 11 Spieler spielen können und du hast welche auf der Bank und welche, die dann gar nicht dabei sind. Aber er hat immer, ja, wie soll ich das sagen, immer versucht, das Möglichste rauszuholen. Das war das 150. Zweitligaspiel für den VfL Bochum. Natürlich ist der Schweizer noch nicht so lange mit von der Partie. Ja, das war ja dann in der ersten Liga, ich weiß gar nicht, welcher Spieltag das war, 6. oder 7. Spieltag, Heimspiel war das. Und man merkt ja auch selber, wenn man hier im Verein ist, dass man auch ein Gespür dafür hat, wo ich sage, puh, jetzt haben wir heute verloren, hoffentlich bleibt er noch. Oh ja, und dann kam der nächste Tag und dann wurde ihm gesagt, dass er beurlaubt ist oder freigestellt ist. Und ich weiß, dass das danach, dass wir uns zusammen danach Arm in Arm gelegen haben. Ja, und das relativ lange, weil das war für mich, wie kann man das sagen, ein Ende am Arbeitsplatz, bei unserem Club hier, wo ich gesagt habe, die Freundschaft, die wird immer halten, die ist auch bis heute geblieben und telefonieren auch regelmäßig, so wie man mal das, wir telefonieren auch schon miteinander vorbei, da versucht er dreimal mich zu erreichen oder ich ihn ein paar Mal und jedes Mal ist irgendwas, aber es war schon emotional, muss ich sagen, wo ich sehr, sehr traurig war.